Escape ist die Karte bei GTA 5. Darum drücke ich hier mal Escape. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Mann, bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Blum rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen... Fett? Tja, dann muss ich sie etwas ausdünnen. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich habe ich. Schick mir ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. Unaufhaltbar. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Blum. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Blum. Wir sollen das kleine Ländchen, Dorfländchen hier ins Chaos stürzen. Sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Ich würde es aber wohl so wie immer machen, Granatenwerfer. Schade, dass es nicht so was wie eine kugelsichere Weste gibt. Das müsste es mal in GTA geben. Der hat eine Waffe, ruft die Cops. Da hast du gleich von Stufe 2. Ich hab nur überlebt, weil ich schneller im Nachladen war. Ich brauche Hilfe! Die hilft dir aber auch nicht mehr. Der Kerl ist bewaffnet! Er konnte seinen Standpunkt nicht mehr. Erzählen. Oh, wir sind ja schon bei Akt 3. Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du deinen Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Naja. Mache ich jetzt noch Akt 3 fertig. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. Oh, schau wieder Escape. So, wieder nach hinten. So, der Raymond war ja mal kurz ein Gespräch im Hintergrund. Und dann kam er später in der Story vor. Ich schätze mal, der Hacker kommt auch noch in der Story vor. ACR. Haben wir uns jetzt gekauft. Also langsam ist ja auch nichts mehr so wirklich zu kaufen und das, was ich habe, ist ja auch schon genug. Machen wir das Verbrechen nochmal. Ihr müsst echt denken, ich bin ein schlechter Autofahrer. Okay, hier muss es sein. Muss ihn nur noch finden. Da ist das potenzielle Opfer. Da kommt der Täter.
Wärt ihr eigentlich jemand, der jetzt so gerne in Chicago leben würde oder hier auf dem Land? Hey, ich rede mit dir! Hey, ich hab was für dich! Ich mich nicht kaufen! Du! Hör auf! Die Zukunft liegt bei Bloom. Sind die bei Watch Dogs Legion auch Bloom gewesen? Weiß ich gar nicht. Ich schätze mal. Das ist doch hier das Abstergo von Assassin's Creed. Die Zukunft liegt bei Blume. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Hä? Ich würde mal sagen, wir gehen den oberen Weg. Da hat man doch bestimmt eine bessere Aussicht. Na, da kann man natürlich nicht hoch. Das ist eine unsichtbare Mauer. Blooms Hauptquartier. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Da bin ich ein Profi. Infiltrieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt schon so dieses erste große Finale ist. Da müssen wir hin. Na, Bloom, das haben wir am Anfang erfahren, hat ja haufenweise ehemalige Verbrecher. Und deshalb sind sie auch so in der Kritik. Wie kann man denen dann sowas anvertrauen? Ah. Bestimmt kein Zufall, die 80. Schön der Reihe nach.
Der soll sich umdrehen. Was ist denn da drin? Du hast den Tod zu verantworten. Uploading. So, wir haben ja die Freigabe. Zugang gewährt. Damien. So, die Datei ist jetzt bei Bloom. Was würde ja theoretisch heißen, Damien arbeitet mit Bloom zusammen, aber die haben ja jetzt gerade so, er hat ja jetzt gerade so geredet, als hätten die das aufgeschnappt. Und Aiden weiß das jetzt irgendwie nicht, was er gerade gehört hat. Das wissen nur wir. Wir als Spieler haben jetzt mehr Informationen als der Protagonist. Hier hoch. Dämlich, dass ich zurückgelaufen bin. Hi. Gehst du mal bitte da lang? Da hat sich was bewegt. Ich geh mal nachsehen. Jetzt können wir es hacken. Thank you.
Ich muss das so machen. Jetzt nach rechts, dann kommt von da. Mal umdrehen. So, jetzt. Von oben, links und rechts. Jetzt. Hier ist ein Alarmsystem. Haben wir's. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Alles klar. Aber ich würde jetzt auch Thibaut nicht so vertrauen, weil wenn er aus dem CTOS-System rausfällt, kann er Scheiße bauen, wie er will. Er wird nirgendwo mehr erkannt. Aiden macht das alles nur für seine Familie. Und die können das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Man kann niemanden vertrauen. Damien Brinks? Worum geht es? Jetzt kriegt's Aiden selber mit. Tibo, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pengs. Gut gemacht. Und jetzt raus da.